Bullseye. Alle Sturmduos. Ach ja, Pokale kommen ja auch wieder, ne? Ich meine, gut, jetzt National haben wir, ne? Aber auch Euroleague kommt ja dann noch gegen Young Boys Bern, glaube ich, ne? Ich glaube gegen die Young Boys. Fußball des Monats. Muss aber aus der zweiten sein, glaube ich. Amazon. So, das Kundenzentrum ist fertig. Ja, bauen wir es weit. Nee, können wir nicht. Jetzt müssen wir starten auf 62 ausbauen. Uff. Uff. So wird der Stand jetzt das nächste. Komm, wir schauen in die Mietskaserne hoch. Why not? Vielleicht können wir da ein bisschen zumindest den Jugendcamps gegenwirken. Ja, das ist 10er. Der 10er. Wer auch sonst. Luca Italia zum Essen ein. Hausinho erreicht neue Erfahrungsstufe. Oh oh. Oh oh. 11 Spiele, 9 Tore. Immer noch eine gute Erfahrungsstufe 3. 91. 100. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass Hausinho langsam ein bisschen ekelhaft wird? Ach du Kacke. Let's say it's time for this world to stop hating. So, Osnabrück steht vor der Tür. Ist natürlich direkt nach der Länderspielpause vielleicht gar nicht so geil. Suche gesperrt. Ah, na gut, jetzt sind sie wieder auf 2. Jetzt hat sich Nagelsmann tatsächlich wieder gefangen. Tatsächlich wieder gefangen. Wo bleiben Ederson und Emil Smith-Rowe, die Transfers? Wo bleiben sie? Ich sag Dortmund holt einen. Ich sag Dortmund holt einen. Weil die ja damals Ødegaard auch geholt haben. Wann ein Kieferbruch? Uff. Macht aber ein Tor. Hausinho macht 3 gegen Bosnien. 12 Spiele, 12 Tore. Absolute Maschine. Absolute Maschine. Vereinsmuseum ist fertig. Dann. Wird sich weiterbauen, ne? Yes. Wir werden mit Mchuti und Ganshi spielen. Makengo hier. Ainsley Maitland Niles hier. Ich lasse tatsächlich Armin Jakus zu Hause. Ist mir zu angeschlagen. Fitnesstechnisch. Aber. Komm, Siegprämie. 16k. Bam. So ein Ding ist das. Gegen Offenbach. In Offenbach. Osnabrück. Digga, was für Offenbach? Offenbach hatten wir. Osnabrück jetzt. Offenbach war letzte Runde. VfL Osnabrück haben wir diesmal. Come on, Leute. Gelb für Dessauer. Tor für El Mchuti. Yes. Come on, 2-0. Ganshi. Giovanni Ganshi. Won't hide your flow. Sehr, sehr nice. Fragezeichen. El Mchuti. Das war's. Wir sind weiter. So weit waren wir noch nie im Pokal, glaube ich. Ich glaube, so weit waren wir wirklich noch nie. Dessauer macht das 4.
Jetzt aber gut, komm. Jetzt aber gut. Müssen sie nicht demütigen. Jawollo. Gladbach raus. Union raus. Gut, das war's. Ich meine, da muss der Bundesligist fliegen, ne? Leipzig weiter, Mainz weiter, Nürnberg weiter wir. Solange wir nicht gegen Leipzig spielen, ne? Also wenn wir jetzt Leipzig umgehen können. Leipzig gegen Mainz oder so zum Beispiel wäre jetzt gut für uns. Wenn dann Mainz gewinnt, dann sind wir Titelfavorit für den Pokal. Wir spielen gegen Düsseldorf. Und es ist Leipzig gegen Mainz. Krass. Oh, und wir sind im Finale im DFB-Pokal. Union-Pokal. Das ist ja auch nice. So, gegen Bayern volle Breitseite rein, ne? Ganz ehrlich. Volle Breitseite rein. Good God. Gegen Dortmund im Finale. Gut, die Jugend hat wieder nachgeschockt. Habe ich allein gesehen, dadurch, dass irgendein Jugendspieler seine Karriere beendet hat. Das ist normalerweise irgendein schlechter. Also ich habe das zumindest noch nie bei einem guten Jugendspieler gehabt, muss ich ehrlich sagen. Vogelsberger wird aussortiert. Das ist nicht nur wegen dem Namen, vielleicht auch ein bisschen. Raus mit dir. Whoa, oh, oh, you're such a fucking hypocrite. So. Huch. Kroker kommt weg. Ist mir zu dodgy, bin ich ehrlich. Frank hat jetzt 59, also sieht so aus, als würden wir wahrscheinlich noch hochholen, I guess. Sieht schon eher so aus. I'm just a breath away. Born on the edge today. Dieses Jahr war bisher Infrastruktur gar nicht so teuer, ne? Also hätte deutlich teuer, wenn wir jetzt das Vereinszentrum oder so noch weiter ausgebaut hätten oder vielleicht Stadion primär, dann wäre das wahrscheinlich nochmal teurer geworden, aber so geht das tatsächlich. Aber könnte natürlich noch kommen. Steck sie nicht drin. Come on. Jetzt in München. Come on, Leute. Do the unthinkable. Singst du sehr gut? Danke. Thank you. I don't know what's so funny about that, but thank you. Luca mit der gelben. Holt sie jetzt auch seine gelbe Sperre. Also Luca und seine Sperre, ne? Ich weiß nicht, was es da hat. Wir müssen mit Luca mal irgendwie so ein Aggressionstraining machen oder so. Glanzparade. Come on. Ein Tor aus dem Nichts für Hausino, das wäre jetzt Premium. Und das Tor wäre langsam aus dem Nichts. Also in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht. Gelb für Bayern. Bayern hat ein Tor auf dem Fuß. Safe. Absolut against the run of play. Absolut. Aber dissauer. Mit seinem ersten Saisontor. Das 1-0 in der 87. Come on. Wir sind an Bayern vorbei. Let's go. Gladbach lässt auch liegen gegen Eintracht. Auch Werner trifft nicht. Trossard geht auf 13. Und jetzt gegen Young Boys Bern. Wie viel hat ein Schalke jetzt? Die machen ja gar keine Punkte mehr. So viel zu, die könnten vielleicht 50 Punkte schaffen, wa? Maybe not. Not like that. Oha, die zweite gewinnt einfach 5-0. Ja.
Oh, wir müssen Spiele verlegen. Bering, Bering, Bering. Wird ganz schön, wird echt ganz schön voll jetzt hier. Englische Wochen en masse. Woohoo! Hala Madrid. Thank you for watching and joining. Thank you. And good luck. 10 Mio fürs Wellness. Das könnte jetzt aber Max-Stufe sein, wa? Das könnte jetzt aber Max-Stufe sein. Ja. Adios, amigo. Gesundheit. Oh, schwierig, schwierig. Müsst ihr noch gar nicht machen. Aber wenn wir es schaffen, why not? Dann machen wir wenigstens den Rhythmus erstmal noch nicht kaputt. Mit Sonntag. Wenn wir es sogar am Donnerstag schaffen. Why not? Gesundheit, sag mal. Is not my problem. So. Wir fangen auswärts an, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Von der Fitness her sollten wir auch mit der Top 11 gegen Leverkusen reingehen können, was auch gut ist. Dann können wir jetzt hier rein. Dann können wir jetzt gegen Young Boys ein bisschen Form pushen, vielleicht. Also, ne, wo er nach Form geht, Fleck an 90. Ja, 90 einfach. Absolut wild. Rosenfelder auch plus 8. Hat auch 88. Auch echt krank. Krank. Come on. Jetzt ein Sieg gegen Young Boys im Hinspiel. Come on. Haben wir auch eine 48, ne? Nicht zu unterschätzen. Simic mit einem 1-0. Spielen in Bern. Kommt uns anscheinend gerade nicht zugute. Come on, Leute. Gelb für Dessauer. Bauchmuskel und Hausine. Wahrscheinlich, weil er so lachen musste, dass Bern so schlecht ist. Ah, Karma. Karma hits hard. Rot für Bern. Also jetzt müssen wir mindestens aufholen. Pfosten Dessauer. Come on, Leute. Yes. Anschlusstreffer El Mouhouti. Bleib beim Anschlusstreffer. Wir verlieren das Hinspiel. Gladbach. Boah, verliert 3-0 gegen ManU. Gladbach ist durch, glaube ich. Neue Veranstaltung für Bischof und El Mouhouti. Das ist gar nicht schlecht. Wäre jetzt cool, wenn Hausino vielleicht nicht gegen Leverkusen ausfallen würde. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, tut er nämlich. Boah, Wanne auch noch. Stimmt. Das ist gut. Wobei, jetzt können wir El Mouhouti spielen lassen, I guess. Müssen wir ja. Was soll ich tun, ne? Ich habe das gesagt, als hätte ich eine Wahl. Confidence today, hey. Talking from intoxication. Okay, Spielgespräch hatten wir schon gemacht. Ganz vergessen. Wir sind zu Hause. Sollten wir nicht gewinnen, dann wird gegen Young Boys safe verdoppelt. Wenn nicht, gibt es nochmal 20.000 für Young Boys. Come on, Leute. Come on. Zwei Gelbe schon für Leverkusen. Armin Jakos, maybe. Come
Come on. Jetzt nicht in der Form einknicken, bitte. Wäre super, wenn wir nicht in der Form einknicken könnten. Yes! Ganz schön von der Bank. Armin Diakos. Boah, wieder nur 1-0, ne? Aber holy shit. Wir sind wieder am Bayern vorbei. Wieder am Bayern vorbei? Ne, wir bleiben vorne. Ja, Bayern hat uns zwischenzeitlich überholt, weil die vorher geführt haben, I guess. Armin Diakos rutscht aber langsam ran. Ist nur 3 Punkte in Hausinho. Drei Tore. Moukoko ist auch auf 14, aber. Moukoko ist auch auf 14. Gladbach gewinnt auch nicht super, super souverän, ne? Die werden nochmal liegen lassen. Die Frage lassen wir auch liegen, wenn die liegen lassen. Das ist halt das große Fragezeichen. Diallo geht zu Lazio. Xavi verlängert. Ist ja schön für Xavi. Fanartikelverkauf. Sehr schön. Ausbauen. Yes. Weiter geht's. So, gegen die Angebots kommen wir wieder voll rein. Auch da, ne? Wir haben jetzt gegen Leverkusen gewonnen. Dementsprechend habe ich gesagt 20k. Ja, wir starten mit volle Kanüle. Ich habe überlegt, Rosenfelder draußen zu lassen, aber nee. Wir starten volle Kanüle, da schon war eher gegen Augsburg. Bin ich ehrlich. Ich würde schon gerne weiterkommen. Delfoneso. Boah, das war auch. War der ein Talent? Weiß ich nicht. Aber es war ein Name, den man kannte, ne? Delfoneso. Aston Villa. Zu Zeiten von. Boah, wie ist denn der andere? Irgendwas mit G? Gabriel irgendwas oder so? Boah, wie hieß denn der andere? So, das halt von Delfoneso. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, wie das Spielgespräch hinbekommen. Tatsächlich. Disorder. Ich werde gleich mal die unfairen Gehälter ausgleichen, glaube ich. Eisner Luca, mindestens 1,7. Ja, doch, auf jeden Fall. Können wir einen neuen Vertrag anbieten, das ist die Frage. Nee. So, yes, sehr schön. Paul Wanner und Dissau sind von Ohio, wird Dissau mad sein, wenn Wanner dann geht, ne? Aber gut. It is what it is. Das ist der Gang der Dinge. Oder so. Come on. Jetzt aber, Leute. 911. Ich erwarte einen souveränen Sieg, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, also nicht, dass ich sage, hey, wir schaffen das definitiv, aber eigentlich erwarte ich das schon. Wie so ein 3-1 und 4-1, irgendwie sowas. Come on. Yes. Das ist so Paul Wanner, das ist schon mal ein guter Start. Verletzung tut mir natürlich leid. Lass mal Dissauer draußen wegen der gelben. Seltzer auch. Nehmen die mit der gelben Sicherheitshalber mal raus, ne? Einfach um da nichts zu riskieren. Keine gelb-rote zumindest. Luca wieder verletzt. Bitter. Come on, Leute. Pfosten Bischof. Yes! Armin Diakos. Jetzt ein drittes und der Sack ist zu. Bin mir fast sicher. Bitte. Sanson verletzt bei Young Boys, schon die zweite Verletzung im Spiel. Gut, wir haben auch eine mit. Yes, come on. Armin Diakos. Lupenreiner. So knapp, Alter. So knapp. Aber we done did it. Gladbach wird raus sein, ne?
zweimal 3-0 verloren. Auch gut gegen Man United. Weiß ich nicht, ob man ihn da böse sein kann. Conference League, hatte da wer Zwischenrunde von uns? Ich glaube nicht, ne? Doch, Eintracht. Aber sind durch. Die kamen runter, stimmt. Die kamen runter. Das ist immer Leverkusen, Leicester, das ist tough. Und Eintracht, Udinese, beides tough, ne? Beides sehr, sehr tough. Champions League Achtelfinale, Bayern hat das Hinspiel verloren. Dortmund auch. Leipzig unentschieden. Boah. Können wir hier spoilern? Nee. Schade. Ich dachte, vielleicht können wir da die Auslosung spoilern. Weil wir die Conference League Auslosung schon gesehen hatten. Ich hätte gerne, boah, weiß ich nicht. Genk würde ich nehmen zum Beispiel. Nicht Man United, nicht Arsenal, nicht Rom. Wobei Arsenal können wir nicht, Arsenal war mit uns in der Gruppe. Nicht Tottenham. I guess Schachtjahr. Nizza. Glasgow. Wären so die. Eindhoven vielleicht. So viel zu Eindhoven. Schachtjahr würde ich nehmen. I guess. Immer Arsenal weg, I guess. Nizza oder Glasgow, maybe? Wahrscheinlich eher Glasgow, aber bitte. Okay, das wird ein toughes Achtelfinale. Porto würde ich vielleicht noch, weiß ich nicht, Porto, Nizza, nicht Rom. Und vielleicht nicht unbedingt Marseille. Nizza, okay. Wahrscheinlich die machbarste von den übrigen. Gucken wir mal. Das sind das einzige deutsche Team, das in der Euroleague noch übrig ist, ne? 5-Jahreswertung muss gepusht werden. Ganz klar das Ding. El Mohouti ist Spieler des Monats. Ich glaub's nicht. Ich glaube es kaum. Einbruch in Jugendcamp passiert. Macht nix. Das macht nix. So, Spielergespräch hat man gemacht, glaube ich, ne? Ja, hat man gemacht. Ich sag noch, hatten wir gemacht und dann gucke ich Geistesabwesen trotzdem durch. Hä? Achso, und danach kommt Nizza, das heißt, wir müssen direkt wieder verschieben, ne? Come on. FC Augsburg. Hausinho ist wieder am Start, ne? 1-0. Er ist am Start, er ist sowas von am Start, Digga. Das wird ein gutes Spiel für Hausino. Habe ich im Urin. Armin Jakus. Come on. Yes, nein. Come on. Anschlusstreffer Arne Meyer. Wir sind noch nicht fertig mit Horn, oder? Wir haben noch ein, zwei auf dem Fuß, glaube ich. Ich glaube, da geht noch was. Aha, ich glaube, da geht noch was. Demir, Vorlage Luca. Zwei gelbe direkt wieder. 4-1, Entschuldigung. Ainsley Maitland-Niles, Vorlage El Mohouti. Landsberger Labrovic, Lazio Sacco. 4-1 gegen Augsburg. Wir gehen auf die 1. Gladbach lässt gegen 60 liegen. Ah, I feel you. Ich kenne das Gefühl. Wir dürfen gegen, oh Gott, gegen Bielefeld. Genau das Gefühl kenne ich. Mukoko geht auf 15, Werner geht auf 17, Gregorisch auf 14. Piero 14, André Silva 14. Oh, jetzt wird's wild hier. Führt seine sehr junge Mannschaft derzeit ganz hervorragend. Der 33er ist der Fels in der Brandung des SC Freiburg. Ist er das?
So, und jetzt kommt Nizza. Jetzt kommt Nizza. Euroleague Achtelfinale. Come on. Jungspiel entdeckt. Asamoah. Ein Stürmer. Ist ein Achter. Ist in Anführungszeichen nur ein Achter. Nehmen wir. Ich dachte schon, das ist jetzt wieder ein, keine Ahnung, weißt du? So, wieder ein Zehner-Stürmer, dann weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. We want it all and we want it now. Stefan Tapfer, Lukas Lust. Das Namen, Alter. Scheibu Huber. And we want it now. Oh, Nizza war Gruppenerster in der Euroleague. Interessant. Wir können mit der A rein, da müssen wir gegen Bielefeld vielleicht schon. Dann schon waren es gegen Bielefeld wieder zur Niederlage. I don't know. Aber I don't care. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. We build high. Spielen zuerst zu Hause. Komm, zu Hause geht auch ohne Siegprämie, oder? Hoffe ich. Come on. Pfosten. Guter Start. Pausinho? Luca. Luca schießt an den Pfosten. 10. Minute. Ich dachte, das ist ein Tor. 11. Minute. Amendiakos. Viertes Tor in der Euroleague. Vielleicht können wir auch so spielen, dass wir gegen Nizza in der zweiten schon im Rückspiel schon können. Das wäre natürlich noch besser. Gelb für Armeniakos, Pfosten, Pascal Bischoff. Come on. 3-0 wäre schon mega. Aber auch ein 2-0 erstmal wäre cool. Bin ich ehrlich. Pfosten, Hausinho. Armin, die Akkus macht das zweite. Let's go. Let's freaking go, Hausinho. Dachte, vielleicht gibt es sogar noch ein viertes. 3-0. Sehr, sehr nice. Der Rest ist mir jetzt eigentlich egal hier in der Liga, in der Euroleague, ne, weil keine deutsche Mannschaft mehr dabei. Conference League. Leverkusen gewinnt das Hinspiel gegen Leicester. 1-0, 2-0, aber gewinnt. Und Eintracht dasselbe gegen Udine. Aber haben beide immerhin das Hinspiel gewonnen. Champions League. Ah, ist das nächste. Ja, ist erst in der zweiten Woche wieder das Rückspiel mit. Beste Newcomer der Saison, Mutang, Palacios. Entschuldigung, Palacios, Digga. Keiner von uns, aber gut, das sind alles keine Newcomer, glaube ich, deswegen, ne? In the wreckage of my life. Wanner, noch zwei Spiele. Gegen Hannover fehlt noch, gegen Düsseldorf ist er wieder am Start. Neue Erfahrungsstufe, sehr schön. Nice. I become. Das war gar nicht so viel schonen, ne? Rosenfeld lassen wir mal draußen. Amendiakos lassen wir mal draußen. Vielleicht. Wir lassen es sogar beide zu Hause. Pausinho startet mal nicht. Demir startet. Und Meier. Das ist wieder ein bisschen risky, ne? Ist mir schon klar. Aber. Let's hope and pray. Ich meine, wir stehen gut da im Rückspiel, dass wir das Rückspiel gegen Nizza über die Zeit bringen, ne? Also, ich meine, wir haben 3-0 im Spiel. Auch da stehen wir sehr, sehr gut da. Aber dann stehen wir doch auch fitnesstechnisch vielleicht ganz gut da.
So. Bielefeld. Zu Hause diesmal. Sicherlich nicht nochmal und vor allem nicht zu Hause, oder? Pfosten Daniel Mayer. I don't like what I'm seeing. I don't like what I'm seeing at all. Duka. Dann kommt zu Kali. Na? Werden wir es noch hinbekommen? Aha. Bischof. Kein Kommentar. An der Stelle kein Kommentar. Come on. Tabellenführer, waren wir da vorher schon. Zwei Punkte vor Bayern. Moukoko ist auch 17. Werner auch noch. Hat nämlich nicht getroffen. Ich glaube, ich lasse jetzt. Boah, lasse ich Hausinho gegen Nizza zu Hause? Dass der gegen Hannover fit ist? Maybe. Guck mal, wie die Fitness aussieht. Vielleicht lasse ich Hausinho zu Hause. Tatsächlich. So, Mietzka sein ist fertig. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Machen wir da weiter, ne? On the Boulevard of Broken Dreams. Auch wenn das, ne, formtechnisch vielleicht gar nicht so schlau ist, wir lassen Hausinho komplett zu Hause. Ja. Ich sag, wir schaffen das gegen Nizza auch so. Vielleicht lege ich gleich nochmal eine kleine Siegprämie auf den Tisch. Obwohl, nee, komm, wir schaffen das. Ich glaube an das Team. Ist das überheblich? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie arrogant überheblich ist oder so, nicht auf eine Siegprämie zu setzen. Und ich schone jetzt nicht irgendwie so, ich spiele das nicht mit der zweiten Garde. Ich lasse lediglich Hausinho zu Hause. Come on. Sobald wir ein 1-0 schießen, ist das Ding durch. Sag ich euch, wie es ist. Wenn wir es 1-0 schießen, ist das Ding gelaufen. Gelb für Wanner. Godfrey verletzt sich. Okay, 0-0 zur Halbzeit. Auch die Zeit läuft natürlich für uns. Ganz klar. Auch jede Minute, in der wir kein Gegentor kassieren, ist schon eine gewonnene für uns. 30 Minuten. Um 3-0 wegzuwerfen. So war das nicht gemeint. Ross Barkley. Ja, GG. Come on. Luca Itter. Let's go. Damit sind wir durch. Gut, in der Auto League war jetzt uns keine mehr. In der Conference League, also wir können mal gucken, Sevilla ist durch gegen Genk. Betis haut United raus. Villarreal knapp gegen Eindhoven. Arsenal gewinnt ganz klar gegen Schachtyor. Tottenham ist weiter mit 7-0. Roma ist weiter und Porto ist weiter. In der Conference League ist Leverkusen durch, gewinnt nochmal 3-1 gegen Leicester und Eintracht Frankfurt. 0-0 im Rückspiel, also ist auch durch. Sehr, sehr schön. Auch da beide deutsche Mannschaften weiter. In der Champions League
verliert Bayern gegen Chelsea. Dortmund gegen Barca, beides in der Verlängerung. Und auch Leipzig verliert. Mit einem Torunterschied. Ja, ne? Wir versuchen es in der Euroleague und Conference League zu retten und die Champions League so, nö, Digga, kein Bock. Ich hätte gerne Real Betis am besten. Ich hätte nicht gerne Real Betis. Wir kriegen Arsenal. Uff. Schneckerl mit zwei Toren. Ja, Arsenal macht das natürlich jetzt nicht einfacher für uns für die 5-Jahres-Wertung, ne? Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Only you one. Wieder drei unfaire Gelder. Sag mal, was hat's denn da? Gleich mal gleich aus. Vielleicht können wir ein bisschen. Huch. Ah. mal ein bisschen das Gehaltsgefüge ein bisschen ausgleichen. Duka und Bischof. Bischof 100. Ist ein bisschen und ein Duka auch ein bisschen. Suchen wir mal dreimal. Ja, das war's schon. Super. Super. Hausinho wieder am Start. Die Innenverteidigung ein bisschen müde. Boah, dann Düsseldorf im Pokal. Vielleicht mal Makenko. I guess. So, komm mal. Hannover zu Hause. Zu Hause. Yes. Armin Diakos Sundogiannis. Absolute Maschine. Er wird doch nicht. Er wird es doch nicht tun. 10., 13. 14. Glanzparade. Hol los. Hausinho. Nee, Bischof ist es. Bischof Claudin. Aber 9. Saisontor. Richtig gute Saison von Bischof diesmal. Hausinho will auch. Pfosten, schade. Die beiden Schirme lassen wir jetzt erstmal drauf. Da ist nämlich noch ein Tor drin. Demir. Nee, komm, wir nehmen sie runter. Und schon wir so ein bisschen, dann können wir sie gegen Düsseldorf spielen lassen. Dann haben sie beide die 1-0 bekommen. Why not? Den letzten lassen wir für die Verletzung oder halt für den Co-Trainer. Der wird halt der Erste sein, der wechselt. Und das war's. Wir bleiben auf der 1. 5 Punkte Vorsprung. Gladbach gewinnt zwar, aber Bayern lässt gegen Dortmund liegen. 5 Punkte Vorsprung. Hausinho auf 17. Moukoko geht auf 18. Armin Diakos auf 14. Bischof auf 9. This is how you remind me. Sag mal, Ederson und Emil Smith-Rowe müssen langsam aufgehört haben, wa? Say so.
So, Fanartikelverkauf, weiter ausbauen. Nur für 1 Museum auf 3, okay. Produktion. Können wir. Dann machen die Production. I've been down. Ederson. Ja, hat aufgehört. Ach nee, sag mir nicht, dass Emil Smithrow. Nee, ah, der wird noch nicht mehr geschrieben. Doch, hat auch aufgehört. Emil Smithrow hat auch aufgehört. Gut. So viel dazu. Bitter natürlich, bitter. Und wir können mal gucken, ob wir den Juniorenpokal gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob das schon war. Begegnungen. Boah, wo ist denn das? Hier, nee, kommt erst. 22. April. 22. April. Say sorry. This time I've. Oh, and you are worth breaking and I've been wrong. Ach ja. Ich bin ja verlockt, was zu erwähnen, aber ich möchte es gar nicht, ne? Ich möchte es nicht verschreien, deshalb erwähne ich es nicht. Ich erwähne es dann, sobald es vorbei ist. Never made it as a wise man. Couldn't count it as a poor man stealing. Of what I really am. So. Gehen wir da vollen Bruchbude rein? Dortmund ist halt dann tough, ne? Ganz ehrlich, Dortmund wird dann tough. Aber danach haben wir Länderspielpause. Also kriegen wir das schon. Also kriegen wir das schon. Komm, scheiß drauf. Gegen Düsseldorf vor rein und dann gegen Dortmund vielleicht auch mal vor rein. Viertelfinale. Können wir das Halbfinale? Leipzig ist, glaube ich, mit. Ja, Leipzig gegen Mainz ist das andere Topspiel. Wenn Mainz gewinnt, stehen uns die Chancen nicht so schlecht, vielleicht den Pokal zu gewinnen. Bin ich ehrlich. Natürlich müssen wir erstmal gegen Düsseldorf gewinnen. Und wir müssen grundsätzlich alle Spiele gewinnen, aber, ne? Quotentechnisch stehen dann die Chancen nicht so schlecht, sagen wir mal so. So rein auf dem Papier. Aber sie sind schon gegen schwächere Mannschaften aus Düsseldorf rausgeflogen. Come on. 86. Pascal Bischoff. Wieder nur 1-0. Aber das soll reichen. Leipzig ist durch. Hertha ist durch. Bremen ist durch. Zwei Bundesligisten, zwei Zweitligisten. So, jetzt Bremen oder Hertha, bitte. Und Leipzig wird dann im Finale. Das wäre super. Oder wir haben jetzt vorgezogen ins Finale gegen Leipzig. Bremen. Wir dürfen gegen Bremen. Da können wir noch auf Hertha hoffen, wenn wir jetzt gegen Bremen gewinnen sollten. Können wir immer noch auf Hertha hoffen. So. Mentoren. So. Seid die ganze Zeit so? Weiß ich nicht, ne? Spielgespräch haben wir gemacht. So.
Ja, ne? Gehen wir voll rein. Pausino, Alter. Haha. Sehr geil, Mann. Crazy. Der ist crazy, Alter. Ich würde einfach jedes Jahr besser und der ist 33. Ich weiß nicht, wann der Peak hat. Ich weiß nicht, wann der Peak hat, ganz ehrlich. Guck mal, gegen Dortmund, Leute. Auswärts. Scheißegal. Scheißegal, Leute. Scheißegal. 1-0. Hausinho. Er kennt da nix. Zieh mit Mokoko gleich. Ist sauer. Anschlusstreffer Adeyemi. Ausgleich, Munier. Was ist hier los? Das sind wir wieder. Hausinho zieht am Moukoko vorbei. Hausinho gegen Moukoko in Dortmund. On. Come on, Leute. Dissauer verletzt. Bitter. Yes, scheißegal, Digga. In Dortmund gewonnen. Let's go. Hausinho überholt Moukoko. Werner aber auch mit zwei Buden gegen. Gegen Nürnberg. Haben aber nur 2-2 gespielt. Let's go. So, wie lange fällt das aber aus? Spendenwunsch. Ja, voll rein. 12 Tage. 12 Tage. Kriegen wir hin. Jetzt haben wir Länderspielpause. Die zweite. Steht wir auf der 5. Stehen gut da jetzt. 3 Punkte nur hinterm Aufstiegsplatz. Theoretisch. Also werden nicht aufsteigen, ne? Logisch. Die A ist auf die 2 hochgerückt. Die B führt die Tabelle an. Alles nice. So, die Frage mal ganz kurz hier durch die zweiten geguckt. Also durch die, ne? For every day. Ja, doch. Komm. Ist auf 61, bekommt einen Vertrag für die zweite. Bei den anderen warten wir mal noch. Der ist okay. Buchholz wahrscheinlich, aber dann würde ich eher nächstes Jahr einen Vertrag geben wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich sowieso. Oder sowieso hochkommt, I guess. Spätestens dann werden wir sowieso müssen. Hand in hand. So, wie sieht's hier aus? Oha. 70er RM. Uff. Ich würde den gerne noch ein Jahr lassen, ne? Bin ich ehrlich. Ich würde den gerne noch ein Jahr lassen. Ich glaube, ich riskiere das bei beiden Neunern hier. Die erst nächstes Jahr hochzuziehen. Also wahrscheinlich nächstes Jahr auf das nächste Jahr darauf, so, ne? Können wir noch mal gucken, vielleicht brauchen wir sie in der Kaderplanung oder so, ne? Aber wenn nicht, dann vielleicht wirklich erst das Jahr darauf hochzuziehen. Klar können wir es auch einfach verleihen, aber man muss sich nicht alles auf Krampf hochziehen, glaube ich. So mega viele Jugendspieler haben wir zurzeit gar nicht. Das haben wir schon ein bisschen Luft. I guess. So, das Trainingszentrum ist wieder fertig. 2024 Mio. Aber immer noch nicht Max. 123 Tage. Yes, der akzeptiert. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Hier nix Tore. Bion, bion. Huch. Da wollte ich hin. Ist wieder Richtung Ende der Saison, ne? Da finden wir wieder keine Mentoren. Klassiker. Absolute Klassiker. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Nee, nicht die. Yes.
Bam, 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 bam. So, Schuhen kommt raus, Schweiger kommt raus, Hartzell kommt raus, Dilber kommt raus. Bam. Schuhen, Schweiger, Dilber, Hartzell, alle weg. Eieiei. Das war ja ein guter Griff an Jugendspielern da, wa? Haben wir voll reingegriffen in die, ne? Weißt du schon. Schon wieder so spät, holy shit. Die Zeit, Leute, die Zeit. Sie rennt. Just walking around. So, und nun am 3.4. Moment, I don't even... Motivationslehre, ja, nehmen wir mit. Safe Call, immer gerne. Moriba, Verlänger bei Leipzig. Union letzter jetzt, ne? Tough, tough, tough. Das ist wirklich tough. Also für Union, für uns ist es, ne? No, ja. Armin Jakos macht 2 Buden für Griechenland. Dann ist Hausino wieder nicht nominiert. Ist wieder nur Spieler des Monats, aber, ne? Also langsam kommen sie doch nicht drum rum, den zu nominieren, oder? Ganz ehrlich. So, Wellness Center ist durch. Das heißt, wir können hier wieder ausbauen. Ah, Wellness. Ah, stimmt, ist auch auf Max. Ich wollte schon sagen, vielleicht können wir das jetzt auch nochmal weiter ausbauen. Aber nee, das ist jetzt auf Max. Medizinische Abteilung auf 12. auch Max? Ja. Oha, dann ist auch die fertig. Uff, uff, uff. Ich weiß ja schon fast nicht mehr, was ich bauen soll, wenn das so weitergeht. Na gut, Stadion, ne? Stadion, Stadion, Stadion. Alter. Selzer, Meier, Demir, Luka Mohuti, Bischof und Hausinho. Von 83 auf 8, Alter, auf der Höhe noch ein Senkrechtstarter zu sein, ist auch anders wild. Das ist aber auch anders wild. Boah, wir müssen ein bisschen schonen, glaube ich, ne? Bin ich ehrlich. Armin Jakos nehmen wir trotzdem mit, glaube ich. Boah, wir starten echt so rein, ne? Das war Armin Jakos zu Hause. So leid es mir tut. So leid es mir tut. Der Fitness halber. The things I would say. She came over. I lost my nerve. Lukas Schröder. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nur bei dem geguckt habe, wegen Mentor. Keine Ahnung, ne? Einfach, weil der nicht aufgestellt war, weil das so aussah, als wäre der ein neuer. Ist aber halt nicht. Zumal er ja schon einen Vertrag unterschrieben hat, auch noch, ne? Und allein daran hätte ich ja direkt erkennen können, dass er kein neuer ist und wieder ein unfaires Gehalt. Ich gucke gleich wieder. Kriegen das schon noch auf die Reihe. Soll da irgendwie halbwegs ausgeglichen werden. Meier, ein bisschen. 50% oder so. So, wo ist er? Der Meier. Da ist er. Reicht das wahrscheinlich nicht ganz, oder? Doch, doch, das reicht. Gut. Rein gegen Union. Zu Hause. Form, alles spricht für uns. 1-0, 1-0 Union. Alles spricht für uns. 1-0 Union in der ersten Minute. Hm? Außer das Ergebnis vielleicht gerade. Come on, Leute. Hausinho. Nee, Hausinho ist nicht. Ganshi, Mohuti. Somebody. Muss ich echt wieder Hausinho einwechseln? Come on. Warum denn? Das ist wieder Real Sociedad.
Fluch, ne? Gegen letzten und zack, geht's bergab. 83. Elmhuti. Come on, Leute. Unentschieden. Gladbach rückt dran. Martis Tell geht auch auf 19. Eieiei, also die Torschützenliste ist wild dieses Jahr. Ganz wild. Neue Fahrerstufe Nemelo, sehr schön. Nemelo mit Kappa. Also kein Kappa, aber ne? Können auch nächstes Jahr dann vielleicht mit Nemelo und Luca spielen, anstatt Maitland-Niles. Also Safe Call, gibt es hier eine Siegprämie. Absolut Safe Call. Aber so was von Safe Call. Dann kannst du dir Safe Call, du. Also so anders Safe Call. So, können wir volle Kanüle rein? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich sag mal in Anführungszeichen Scheiß auf Wolfsburg, ne? Aber eigentlich können wir da voll rein. Was aber auch gut ist. Ich glaube, das müssen wir auch gegen hier, Dingsy, ne? Gegen Arsenal. Ja, definitiv. Aber Katalysator. Machen wir nächstes Mal.